Erstes Rennen, erster Sieg. Der Mercedes-AMG Petronas F1 W05 Hybrid hat die neuen Regeln optimal umgesetzt. Wahnsinnsgefühle, ja, der erste Sieg in dieser neuen Hybrid-Ära. Gigantisch. Und Mercedes hat mir einfach ein ganz tolles Auto gebaut. Ja. Die haben das perfekt erwischt bis jetzt. Ja. Von dem ganzen Antriebssystem, ja, das ganze Hybrid-System, es funktioniert und es ist super effizient. Ja, und einfach das beste System, was es momentan gibt. Neue Technologie, neue Power Unit, neuer Silberpfeil. Der Erfolg liegt in der Eigenentwicklung. Dies gilt für die Hybridkomponenten und den Turbolader, denn Energieeffizienz steht ganz oben auf der Agenda. Wir haben hier die Effizienz um über 30% gesteigert. Das zeigt, welche Potenziale in neuen Motoren in Verbindung mit Hybrid-Systemen heute möglich sind. Den Grundstein legt das KERS-Hybrid-System, Lewis Hamilton, Ungarn 2009. Der erste Hybrid-Sieg der Formel 1, Motor und KERS, hergestellt von den High-Performance-Experten in Brixworth. Und diese Technik fand ihren Weg zurück auf die Straße. Der neue S500 Plug-in-Hybrid profitiert direkt von den Erfahrungen aus dem Rennsport. Die Anforderungen in Luxusklasse und Motorsport unterscheiden sich nur auf den ersten Blick. Es geht um maximale Energierückgewinnung mit perfekter Fahrbarkeit und Zuverlässigkeit. Es gibt eine intensive Kooperation zwischen unserer Forschung und der Entwicklung in Sindelfingen bzw. Untertürkheim und bei HPP in Brixworth in England. Der PU106A Hybrid ist der fortschrittlichste Rennmotor aller Zeiten. Er nutzt Abgase und Bewegungsenergie, die sonst verloren gingen. Stattdessen werden damit 160 PS Systemleistung erzeugt und die Verbrauchseffizienz revolutionär verbessert. Dies ist das Ergebnis intensiven Teamworks zwischen Serien- und Rennsportentwicklung. Die Ingenieure teilen Ideen und Lösungen. Eine der fortschrittlichsten Technologien fand sich so im schnellsten Serien-Elektrofahrzeug wieder. Der SLS AMG Coupé Electric Drive hat den Nordschleifenrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt, dank einer Batterielösung, zusammen entwickelt von den Formel-1-Experten in Brixworth und den Performance-Spezialisten bei AMG. Erfahrungen aus einem komplexen Energiemanagement flossen direkt zurück in die Formel 1 und den PU106A Hybridantrieb. Die Formel 1 ist das anspruchsvollste Testlabor der Welt. Wir treten die Rennen mit brandneuen Technologien unter Extrembedingungen an, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat. Hier handelt es sich um echte Hightech-Innovationen und um Neuland. Das ist genau die Stärke, die uns bei Mercedes-Benz ausmacht. Der Energiespeicher oder die Batterien, speziell entwickelte Lithium-Ionen-Technologie, ist für schnelles Auf- und Entladen während 5 Rennwochenenden oder über 3000 Kilometer entworfen. Keine normale Batterie hält so etwas aus. Das Batteriemanagement ist hier einer der Schlüsselfaktoren. Die Hybrid-Technologie, die wir jetzt haben, die ist einfach unglaublich. Ja. Also das ist weltführend und auch Formel 1-führend momentan einfach. Mein Mercedes-Antriebssystem ist das Beste, was es gibt in der Formel 1. Ja. Also da sind wir jetzt die Messlatte und gigantische Arbeit einfach. Und das Hybrid-System, ja, das ist phänomenal, wie effizient das ist. Wie viel extra Strom-PS ich dann kriege. Ja. Die ganze Runde, jede Runde. Ja. Das ist unglaublich. Beim Hersteller des ersten Automobils wird das Auto ständig neu erfunden. Auf der Straße und in der Formel 1. Und das mit sichtbarem Erfolg.